Das passt nicht. Guck mal, jetzt ist schon alles voll. Wie kann das sein? Ein Rucksack, ein Helm, finito. Bisschen drücken, mal Geld. Muss das in dieser Tasche sein oder können wir das vielleicht rausräumen? Wir haben hier Dinge zum Laden. Drohne, Zahnbürsten. Die Zahnbürste können wir raustun. Ja. Kannst du keinem erzählen, was wir hier wieder machen, Alter. Jo, lass mal mit dem Lotus 1000 Kilometer nach Österreich fahren. Das wird bestimmt witzig, haben sie gesagt. Meinst du, es passt? Ja, safe. Yes! We did it! Das heißt, wir werden jetzt mit diesem äußerst schönen Fahrzeug knapp 1000 Kilometer zum Red Bull Ring nach Österreich fahren. Ich bin mal gespannt, wie viele Tankfüllungen wir dieses Mal verballern. Tankstopp Nummer 1, wir machen das Ding voll, wir sind gerade noch in Köln. 1,93 € der Liter. 3 Tage, 2000 Kilometer plus Rennstrecke. Ich sehe den Disco schon wieder aufheulen. Person Fahrzeugkontrolle. Wir haben schon gefachsimpelt, ob sie uns rausziehen. Bürgerschein, Fahrzeugschein. Farblich haben wir uns ja gut abgestimmt, ne? Fahrzeugschein haben Sie im Original nicht da? Leider nicht. Sie sind jetzt von der Autobahnpolizei, oder? Korrekt. Bei Ihnen jetzt tatsächlich so mal ein bisschen so mein Fachgebiet, Tuningkontrollen. Ah, okay. Ja, sehr gut. Zweiter Tankstopp. Ratter, ratter, ratter. So, Freunde, wir sind schon wieder an der Tankstelle. Tankstopp numero 3. So, jetzt erstmal schöne Vignette geshoppt hier. Schlau, die muss man ja von innen aufkleben. So, wir sind wieder an der Tankstelle, aber wir sind in Österreich. Der letzte Tankstopp. So, Freunde, ihr könnt es schon sehen, wir sind angekommen. Der nächste Tag ist angebrochen und ihr könnt euch nicht vorstellen, was hier abgeht. Porsche, Porsche, hier steht wirklich alles. Königsegg, McLaren von A bis Z, das sind nur Psychopathen, die hier am Start sind. Moji ist da, Daniel ist da, Gear Collector ist da, alle sind da. Und Maurice ist auch da. Das letzte Mal, als ich auf Rennstrecke war, bin ich in die Leitplanke gefahren. Deswegen drückt mir die Daumen, dass das heute nicht mehr passiert. Haben Sie ein Taxi bestellt? Ja, ich habe ein Taxi bestellt. Ja, steigen Sie ein. Oh, McLaren Senna knallt ja nur vorbei. Oh, Junge. Junge. Der Sound hat sich verändert. Echt? Ja, ja, das ist kein gutes Zeichen, Bro. Es war plötzlich so ein rauer Ton, so ein Rrr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 
Kunstlauf, ist zu warm. Ja. Ich glaube, es liegt an uns beiden, weißt du, hier ist gerade auch so eine sehr knisternde Atmosphäre. Merkst du das auch? Nee. Was zahlt man hier für so einen Huracan STO? 400. Schon ein Geringverdiener-Auto, ne? Freddy? Ich weiß es nicht so richtig, aber ja, muss ich ja, glaube ich. Ach, du heilige Scheiße. Junge. Ja, okay, wir überholen rechts. Ja, alles klar. Oh, oh. Zieh gleich um, Alter. Kannst ruhig noch ein bisschen später in der Kurve bremsen, das geht doch. Oh, ja, 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 ja. Da kam das Kiesbett ein bisschen näher irgendwie. Du hast alles unter Kontrolle, ja? Ja. Alter, ist das... Oh, oh, ja, 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 ja. Wir nehmen die volle Strecke mit. Genauso hätte ich das auch gemacht, wirklich. So, Daniel, ich gebe dir jetzt diesen Schlüssel wieder. Mach das nie wieder mit mir. Ihr kennt das ja, man muss jetzt reingehen, man muss anstehen. Das ist alles nervig, das ist lästig. Doch heute müssen wir das nicht tun, denn wir haben die Pace-App. Dafür geht ihr einfach in die Pace-App und klickt auf hier mobil bezahlen. Zahlen könnt ihr mit PayPal, Apple Pay oder Giropay. Dann einfach auf Tankvorgang starten, Zapfsäule auswählen, jetzt sicher bezahlen und das war's. Schon können wir einsteigen und weiterfahren, ohne dass wir anstehen mussten. Und das Coolste ist, die Quittung habt ihr direkt digital nach dem Tankvorgang in der App. Also ladet euch jetzt PaceDrive herunter und tankt in Zukunft kontaktlos an der Zapfsäule. Ich weiß nicht, ob das eine gute Entscheidung war, aber ich werde jetzt hier in dieses Kfz steigen. Das ist ein Nissan GT-R. Der hat bis zu 1500 PS und schießt Flammen. Ich setze mich jetzt da rein und hoffe, dass ich das überleben werde. Schönen guten Tag. Hallo. Du bist der? Christoph, hallo. Ich mache es für dich. Wir fahren dann meine volle Leistung, dass du das mal gesehen hast. Aber ansonsten fahre ich für so Rennstrecke eigentlich ein bisschen weniger, weil das alles einfach heiß wird. Und der GT-R ist halt einfach sauschwer. Deswegen versagen da die Bremsen. Ist halt auch schon mal passiert. Dass die Bremsen versagt haben. Ja. Das ist schon mal passiert. Oh mein Gott, ey. Halt doch dein Maul. Original sah das so aus, gerade als würde der Porsche GT3 RS stehen. Okay, ja, ich bin bereit. Mach das nie wieder. Okay, also wir fahren jetzt das krankeste Auto überhaupt. KTM Expo GT2. Slicks, leicht, schnell. Ich glaube, das wird komplett geisteskrank, Leute. Ach du heilige Scheiße. David, hi. Freunde, guckt euch das mal an. Das sieht hier aus wie in einem fucking Space Shuttle. Holy shit. Ach du heilige Scheiße. Kannst ruhig Knallgas geben. Ich bin hart im Nehmen. Gottes, holy shit. Woo! Leck mich am Arsch, ist das heftig, Freunde. Ich glaube, mein linkes Ei ist nach hinten gerutscht. Ich habe gesagt, ich bin hart im Nehmen, gib ruhig Gas. Hat er gemacht. Das ist ein Auto für Psychopathen. Original.